Bike Kingdom Games TV vom Mountainbike Weltcup von der Lenzer Heide. Wir haben eine Weltmeisterin, Silbermedaillengewinnerin für den Olympischen Spiel. Und heute ganz etwas Schönes passiert. Du bist letzte Woche Weltmeisterin geworden, Shorttrack. Heute ist das erste Rennen, wo du im Weltmeisterschaftstrikot fahren durftest. Dann haben sie dir gesagt, vielleicht lange es nicht mehr im Liebling. Ja, genau. Sie haben gestern gesagt, ja, sie wissen nicht, das Liebling, es kommt glaub nicht an und so. Und ich habe gedacht, ja, irgendetwas wird es schon geben wahrscheinlich. Aber ja, heute haben sie mich wirklich extrem überrascht mit einem kompletten Outfit, das ich heute Abend anlegen darf. Und da freue ich mich extrem. Ja, Outfit. Jetzt nicht tief stapeln. Heute Morgen hast du ein Weltmeisterschaftsbike gekriegt, in dieser schönen Weltmeisterschaftsfarbe. Und du hast wirklich von nichts gewusst? Ja, ich habe wirklich von gar nichts gewusst. Darum war es eigentlich umso schöner heute Morgen gewesen, wo sie mich alle überrascht haben mit dem Bike, mit passenden Schuhen, mit dem Trikot, mit Helm. Also es sieht wirklich extrem cool aus und ich habe mich mega, mega gefreut. Jetzt darfst du es sogar daheim zeigen. Das ist wahrscheinlich fast noch doppelt so schön. Weißt du, wenn jetzt der Weltcup irgendwo anders wäre. Aber jetzt könnt ihr alle mal richtig live sehen und dann noch heute Abend im Weltmeisterschaftsliga. Ja, das ist natürlich extrem cool. Wirklich da noch an einem Heimweltcup dürfen das erste Mal präsentieren, macht es gerade noch mal ein bisschen spezieller, ja. Jetzt ist etwas, was ich immer wieder gefragt werde, wenn man Bike-Rennen mit dir schaut, ist, woher holt die Frau in ihrer Körpergröße die Power her? Und der Antritt letzte Woche, sorry, der war unglaublich gewesen. Ja, ich glaube, schlussendlich kommt es nicht auf die Grösse drauf an. Und ja, ich weiss nicht, meine Beine waren letzte Woche sehr gut gewesen und ich habe mich gut gefühlt und bin auch clever gefahren. Und am Ende ist wirklich alles aufgegangen und das war extrem cool gewesen, um das alles mit dem ganzen Team zu erleben und nachher auch zu feiern. Das war natürlich wunderschön gewesen und auch schön, um denen etwas zurückzugeben. Ja, feiern. Dein Empfang für Olympia, den hast du ja mal verschoben. Das holst du jetzt alles noch nach. Bist du überhaupt in letzter Zeit aus dem Feiern rausgekommen? Du kommst von Tokio zurück mit Silber, bist du gerade Weltmeisterin. Hey, sorry, da geht verdammt etwas ab. Ja, es ist wirklich mega, mega cool, mega schön. Ich habe jetzt wirklich einen kompletten Medaillensatz an allen grossen Events einfahren können. Und ich glaube, ja, alles, was jetzt noch kommt, ist sicher einfach zusätzlich. Und ich geniesse es einfach mega. Und ja, wirklich aus dem Feiern, ich glaube, ich nehme den Flow einfach gerade mit. Der Partyflow? Ja, das auch. Das ist sehr gut. Hey, welche Medaille hast du mehr? Die Silberig von Olympia oder jetzt die Goldig von Val di Sole? Ja, ich glaube, es ist wie so ein bisschen beides. Es war beides historisch gewesen, mit dem, dass wir das dritte an Olympia haben auf dem Podest stehen, alles Schweizerinnen und jetzt hier in Val di Sole. Ja, das erste Mal überhaupt, dass es eine Shorttrack-Weltmeisterschaft gegeben hat. Es ist beides extrem speziell. Sicher Olympiamedaille gibt es nur alle vier Jahre, aber ich habe trotzdem an beiden extrem Freude. Und dann hast du ja jetzt gesagt, kein Grossanlass, alle drei. Dann hast du ja jetzt einfach auch für die nächste Olympiade in Paris auch ein Ziel, das ist die Goldige.